Grey's Anatomy-Fans sind immer noch nicht über Sandra Oh's Exit hinweg. Sie wünschen sich unbedingt ein Comeback ihres Serienlieblings. Doch was sagt die Schauspielerin dazu? Von 2005 bis 2014 verkörpert die heute 49-jährige Dr. Christina Yang in der beliebten Arztserie. Ihr Aus vor 7 Jahren kommt für viele Supporter der Sendung überraschend. Noch heute trauern Fans Sandras Seriencharakter hinterher. Kein Wunder, dass die Rufe nach einem Christina Yang Comeback immer noch laut sind. Ich habe davon geträumt, dass Sandra Oh immer noch bei Grey's Anatomy mitspielt und wachte mit der enttäuschenden Realität auf. Grey's Anatomy ging nach dem Weggang von Sandra Oh den Bach runter, sagen wir einfach, wie es ist. Oder wenn ich im Sterben liegen würde, würde ich mir wünschen, dass Sandra Oh für eine Szene in Grey's Anatomy zurückkehren würde. Lauten nur ein paar der Fankommentare im Netz. Doch wie sieht das Sandra selbst? In einem aktuellen Interview äußert sich die Hollywood-Beauty erneut zu möglichen Comeback-Plänen. Ich liebe es und das ist auch der Grund, warum ich die Serie wirklich schätze, dass ich das immer noch gefragt werde. Es ist sehr selten, würde ich jetzt mal behaupten, dass man auf diese Weise den Einfluss eines Seriencharakters sehen kann, erzählt Sandra. Für die 49-Jährige ist aber, so viel ist vorwegzunehmen, eine Rückkehr ans Grey's Anatomy Set ausgeschlossen. In gewisser Weise macht man seine Arbeit wie eine Blase und lässt sie los. Ich habe die Serie vor fast 7 Jahren verlassen. In meinem Kopf ist sie also weg, führt sie weiter aus. Für die einstige Christina Yang-Darstellerin ist das Kapitel Grace ein für alle Mal abgeschlossen. Sie hat sich in ihren Augen einfach weiterentwickelt. Und das dürfte Fans schon lange nicht mehr neu sein. Denn 4 Jahre nach ihrer Zeit am Set der beliebten Arztserie landet sie mit Killing Eve den nächsten Erfolgshit. Auch hier übernimmt Sandra wieder eine Hauptrolle und ist noch bis 2022 in dieser zu sehen. Nach der 4. Staffel im kommenden Jahr ist für Killing Eve dann aber Schluss. Die gebürtige Kanadierin krallt sich vor kurzem jedoch die nächste große Hauptrolle in einer Serie. In der Dramedy-Serie The Chair von Netflix wird die beliebte Schauspielerin eine Professorin spielen, die als erste Frau und Farbige an der Pembroke University in der Englischfakultät eingestellt wird. Und genau da liegt Sandras Appell an die Grey's Anatomy-Fans. Also kommt bitte mit mir zu Killing Eve und weiter zu The Chair und zu den anderen Projekten. Kommt und seht euch die Charaktere an, die ich spiele und die viel tiefer in die asiatisch-amerikanische Erfahrung integriert sind. Denn so sehr sich die Supporter auch ein Grey's Anatomy-Comeback von Sandra wünschen, sie geht mittlerweile ihren eigenen Weg und manchmal muss man vielleicht auch loslassen können.